Corona wirbelte auch die Hochschullandschaft in Deutschland durch. Selbst an online-affinen Einrichtungen wie der WAU, Otto Beisheim School of Management in Fallenda, wurde mal kräftig durchgeatmet, als von einem auf den anderen Tag komplett auf online geswitcht wurde. Wir fragten Professor Dr. Martin Jakob am Adidas-Lehrstuhl für Finanzen, Rechnungswesen und Steuerlehre nach seinen bisherigen Erfahrungen. Es ist auf jeden Fall schon eine sehr komische Sache zu unterrichten und nur in einen Computer zu schauen. Ich hatte vor 3 Tagen erst einen Kurs mit über 80 Leuten aus der ganzen Welt. Dieser Kurs begann Mitternacht und es war sehr interessant. 80 Leute aus USA, Asien, Australien, Neuseeland. Und was am Ende passiert ist, man guckt auf seinen Bildschirm, man unterrichtet und man interagiert nicht, indem man miteinander redet, sondern der Chat ist auf einmal die relevante Interaktion. Sehr interessante Erfahrung, ist etwas ganz anderes. Und ich denke, in der Zukunft werden wir eine Kombination aus beidem sehen. Wobei online nicht immer und überall funktioniert. Es gibt bestimmte Vorlesungen, man muss interagieren, um den Leuten das beizubringen. Man muss in das Gesicht schauen können und dieses Fragezeichen im Gesicht sehen, um zu wissen, okay, wo hat derjenige jetzt etwas nicht verstanden. Wenn man mit erfahreneren Leuten redet, das heißt, wenn die Studenten schon älter sind, erfahrener, dann kann man vielleicht auch ein bisschen auf Online-Formate setzen. Die sind das gewohnt, in Teams zu arbeiten, sie sind das auch gewohnt, vielleicht über Telefonkonferenzen zu arbeiten. Und dann kann man solche Inhalte auch besser über Internet und reine Online-Formate vielleicht übermitteln. Obwohl Wissenschaft sehr viel zum öffentlichen Diskurs beitragen könnte, wird auf dieses Wissen nicht ausreichend zugegriffen. In Deutschland habe ich das Gefühl eher weniger, in anderen Ländern ist es anders. Also ich hatte auch für das schwedische Finanzministerium schon einige Projekte gemacht und dort ist es regelmäßig so, dass Wissenschaftler angehört werden in parlamentarischen Anhörungen. Das gibt es auch in Deutschland. Aber ich habe dann das Gefühl, dass diese Vorschläge ins Leere laufen. Ich würde mir auch gerne wünschen, dass man das ein bisschen breiter fasst. Nicht nur Volkswirte werden gefragt, sondern vielleicht auch Betriebswirte, weil wir wissen vielleicht nicht, was global volkswirtschaftlich unter Umständen immer von sich geht. Aber wir verstehen natürlich Unternehmen, wie das Zusammenspiel mit den Mitarbeitern funktioniert. Da können wir wirklich auch ein bisschen was an Informationen liefern. Aber ehrlich gesagt werden wir nicht so richtig erhört. Da kann man sich auch an die eigene Nase fassen. Corona war jetzt vielleicht so ein bisschen so ein Push, so ein kleiner Schubser in die richtige Richtung, dass man versucht, dem Normalbürger einfach mal das Wissen näher zu bringen, wo dann vielleicht der eine oder andere, der da tief drinsteckt, sagt, ja, das ist doch trivial. Aber vielleicht ist genau das relevant, eben dem Bürger mal zu erklären, was da passiert, warum es passiert. Und ich denke, dass Corona bei uns jetzt gerade intern sehr viel ausgelöst hat, aber was positiv im Sinne von, wir merken, es besteht dieser Informationsbedarf und den müssen wir natürlich irgendwie bedienen und den wollen wir auch bedienen. Zum Beispiel bietet die Hochschule bereits seit einiger Zeit Webinare an unter dem Titel Wir stellen unser Wissen zur Verfügung. Apropos Allgemeinwissen, ist eigentlich die berühmt-berüchtigte Steuererklärung auf dem Bierdeckel Fiktion oder kann sie Realität werden? Für den, ich sage jetzt mal den Normalbürger, ist die Steuererklärung eigentlich sehr, sehr einfach. Die ist eigentlich schon auf dem Bierdeckel. Das jetzt zu sagen, wir machen es einfach für alle, das wird nicht funktionieren, weil der Bierdeckel wird dann irgendwann sehr, sehr groß, den man braucht, um vielleicht komplexere Sachen abzubilden, wie wenn jemand sein eigenes Unternehmen hat. Und glauben Sie mir, wenn Sie dann erstmal noch 3 Tage investieren müssen, um vielleicht noch den letzten Beleg zu finden, um dann 10 Euro rauszuholen, ist vielleicht ein schönes Gefühl, aber vielleicht hätte man die Zeit eher in der Sonne verbringen sollen. Welche Fragestellungen bearbeiten Sie aktuell im Lehrstuhl für Finanzen, Rechnungswesen und Steuerlehre? Man muss sich jetzt natürlich ein bisschen überlegen, was macht man in den nächsten Jahren. Wir haben jetzt durch Corona, geben wir gerade sehr, sehr viel Geld aus. Das ist wichtig, das ist auch richtig so, dass wir sehr viel investieren, um die Arbeitsplätze zu halten. Keiner möchte US-amerikanische Zustände mit 40 Millionen Arbeitslosen. Die haben wir nicht. Wir haben in den letzten Jahren als Haushalt sehr, sehr viel gespart. Jetzt können wir dieses Geld ausgeben. Das ist auch gut so. Nur irgendwann muss es wieder reinkommen. Das heißt, man muss sich natürlich überlegen, wie schaffen wir es denn, diese ganzen Einnahmen irgendwann mal zu generieren. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und da müssen wir uns irgendwann auch mal auf unpopuläre Entscheidungen einstellen. Das heißt, man kann an der Mehrwertsteuer drehen, man kann an der Einkommensteuer drehen und man kann sich überlegen, was mit der Unternehmensbesteuerung ist. Jetzt fangen wir mal ganz hinten an. Da können wir eigentlich nicht viel machen, weil der Staat da gar nicht viel einnimmt und im internationalen Wettbewerb stehen wir da eher sehr, sehr schlechter. Wir haben mit den höchsten Steuersatz weltweit. Das heißt, da müssen wir eher runter, um Investitionen überhaupt zu fördern. Bleiben noch Mehrwertsteuer und Einkommensteuer. Mehrwertsteuer, kann ich Ihnen sagen, tut jedem weh. Indem wir die Mehrwertsteuer erhöhen, sind vor allem geringere Einkommen belastet. Ja, weil das wird dann auf die Preise umgelegt, sprich wir müssen mehr im Supermarkt bezahlen. Das tut weh. Das bleibt also eigentlich noch die Einkommensteuer. Und da konnten wir jetzt in einigen Studien zeigen, dass man natürlich schauen muss, wo man die Einkommensteuer erhöht. Man kann sie in niedrigeren, man kann sie überall erhöhen, man könnte sie an höheren Einkommen erhöhen.
Und die Ergebnisse, die wir da finden, sind eigentlich recht eindeutig. Man muss bei hohen Einkommen, da könnte man ansetzen und es hätte geringere Auswirkungen auf die Wirtschaft.